Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2017. Ja, im letzten Part sind wir ja auf der Strecke München-Garmisch gefahren. Ja, haben ein bisschen leider abgekackt. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen überdacht. Und dann dachte ich mir, ah, nein, irgendwie ist das doch doof, wenn wir. Ja, das passt eigentlich nicht, wenn wir eh überall. Ja, viele können jetzt sagen, der drückt sich jetzt davor. Nee, aber ich finde es einfach doof, wenn im Let's Play dann wieder das nicht passt und wieder Minuspunkte und nee. Klar, man zeigt dann einfach, wie Spiel auch sein kann, aber gut. Ich dachte mir, wir fahren heute mal eine österreichische Strecke. Wir fahren die Nummer 3 von der Semmeringbahn hoch auf den Berg mit einer ÖBB 1116, also einem Eurosprinter. Wir fahren einen Güterzug mit gefülltem Mineralwasser. Nach oben vom Mürzzuschlag bis Semmering. Ich hätte gesagt, wir starten mal. Ja, auf jeden Fall, ich wollte auch hier einfach auch mal, der andere Gedanke ist von dem Spiel oder warum ich jetzt ein anderes Ding weitermache, dass ich euch noch ein bisschen mehr von dem Spiel zeige. Vielleicht seht ihr ja noch ein paar Dinger, wo euch dafür überzeugen. Ja, vom Train Simulator 16 auf den 17er hat sich ja nicht so viel getan, sage ich jetzt mal, aber. Ich muss einfach sagen, das Spiel hat einfach ein, ja, hat halt sein, sag ich mal, sein Flair, sag ich mal. Und ja, sie schaffen es jedes Jahr, einen neuen Teil rauszubringen. Ich sag mal einfach, mir gefällt das sehr, das Spiel, wie schon so oft gesagt, aber es hatte einfach was für mich. Und drum spiele ich das auch so gerne. Und ich denke mal, wir werden auch eine ausländische Tour nochmal fahren. Vielleicht fahren wir die New York to Heaven oder wie die Tour heißt. Willkommen im Rangierbahnhof Mürzzuschlag und an Bord dieses Zug mit abgefülltem Mineralwasser. Sie haben die Chance, nun von hier bis zum Gipfel in Semmering zu fahren. Lassen wir es eine gute Fahrt werden. Rüsten Sie den Zug auf und fahren Sie los, sobald Sie bereit sind. Ja, wir gucken mal. So. Bremsen lösen. So, Zug läuft. Bremsen sind hoffentlich da gelöst alle. Werden wir dann sehen, wenn er sich nicht vorwärts bewegt. Oh, und dann hätte ich gesagt, fahren wir. Shiva, sie. Nein, den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Easy fahren. Genau. So, und dann hätte ich gesagt, los geht's. So, geiler Sound von dieser Lok, von der ÖBB. Da muss man echt sagen, der ist richtig mega, der Sound. Wir müssen noch das Licht umschalten, genau. Aber da muss ich echt sagen, der Sound von der Lok ist schon richtig mega. Weil einfach dieses Heulen, dieses Aufschalten von dieser Lok, dieses Bl -bl -bl -bl, diese Tonleiter, finde ich eigentlich von den Loks eigentlich richtig immer gut. Überhaupt dieses Aufschalten immer. Dann dieses Hallen. Jetzt geht's vom Mürzzuschlag hinauf zum Gipfel. Da geht schon die erste Steigung los. Sobald aus dem Bahnhof raus ist, geht schon nach oben. Ja, Sifa, genau. Aber ich denke, mit der Lok werden wir einige Stunden noch Spaß haben. Ich denke, ich werde mir mal hier noch ein Szenario bauen. Vielleicht eine andere österreichische Lok noch. Aber vielleicht fahren wir auch mal mit einem österreichischen Talent oder mit einer BR642 hier hoch. Aber das werde ich alles noch ein bisschen testen. Oder doch nochmal mit so einem Eurosprinter hier hoch. Ja, 72% braucht der Zug doch. Jo, Siva, ich höre dich. Machen mal AFB rein auf 80. So. Nein, ein weniger. So.
Weiß zwar nicht, warum er jetzt runtergeht. Naja, fahren wir doch ohne. Sinniger. AFB macht mir das Ganze hier so ein bisschen langsam. Ja, geile Zuglänge hier. Boah. Wir fahren über das Spital am Semmering. Der hat eine Länge, mein lieber Scholli, ey. Oho, geil. So, wir müssen einsteigen. Wir müssen reduzieren die Geschwindigkeit wieder. Ich möchte nicht wissen, wie viel Steigungskilometer wir hier hochschreiten. Jetzt quietscht sie rein, aber wir machen noch eine Kurve hier. Die ist schon nicht schlecht. Ja, ich finde mich zurecht. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Sifa. Ja, Sifa. Guten Tag, Sifa. Oh, wir fahren gleich durch ein Bahnhofspital. Bis hierhin geht die Strecke ja eigentlich relativ noch, aber ab Semmering geht sie einem Zickzack nach oben. Da wird die Strecke erst richtig interessant. So, hier durch die enge Kurvenpassage. Alle Signale auf grün. Sehr schön. Boah, das sind Berggipfel echt. Oho. Sifa. Ja, Sifa. Beeinflussung haben wir keine bekommen hier. Oder läuft das mit die 80 hier durch? Spital am Semmering. Sie liegen gut in der Zeit. Weiter so. Sehr schön. Hoppala. Bisschen zu schnell gewesen. So, jetzt können wir wieder aufschalten. Den Berg hoch, die nächsten 2,7 Kilometer oder mehr hoch. Sifa, ja, ich weiß, Sifa. Aber die Strecke gefällt mir echt gut, weil die hat so Gegenden, Berge, schön gestaltete Berggegenden, dann man kann hier echt, wenn man mal Bergfeeling erleben möchte. Ja, das ist richtig mega hoch hier. In der Runterfahrt muss man eigentlich nur noch bremsen. Kann man von oben nach unten rollen lassen. Eine schön lange Strecke, aber es soll ja jetzt irgendwie ein Tunnel auch gebaut werden hier von Glocknitz nach Mürzzuschlag für die Fernzüge, dass die hier die engen Kurvenpassagen hier nicht fahren müssen. Das soll, glaube ich, jetzt gebaut worden sein oder angefangen gebaut zu sein. Nur wenn man sich hier mal anschaut, hier die ganze Kurvenpassage hier hoch. Boah, das ist dann schon echt. Boah, schlicht schlecht. Hier die Kurvenpassage und das soll halt einen Tunnel von hier nach hier geben. So, einmal durch den nächsten Halt hier.
Was ist das denn hier? Semmering schon? Okay, sind wir ja schon relativ gut in Fahrt. Ah ja, wir fahren doch noch durch hier, durch diese Kurvenpassage. Ich weiß gar nicht, wie weit wir fahren müssen überhaupt. Das meinte ja bis an den Gipfel vom Semmering. Ja, jetzt werden wir dann eh gleich runtergebremst auf 65. Kurze FPS-Einbrüche, jetzt läuft es wieder mit 60. Voila. Bisschen zu schnell gewesen. Sonst sind die Szenarios eigentlich relativ einfach. Wir werden aber auch mal ein schwereres noch fahren. Auf München-Augsburg. Das ist halt das Problem auch immer mit den Bahnhöfen 60. Wie wir im letzten Part ja schon hatten. So, Tunnel Semmering. Mal runterbremsen hier. Bisschen können wir ja noch. Oh, jetzt auch gleich auf 60 mal kommen. So. Mal so beschleunigen, dass wir wieder da bleiben auch. Ja, Sifa. Sifa-Zwangsbremsung. Sifa. Oh, die Sifa regt mich auf. Hoppala. Ab in den Tunnel, in den Semmeringer Alttunnel. Mit 50. Oh, ich dachte schon, wir müssen jetzt hier mit 50 rein. Vorne müssen wir mit 50 rausfahren. Vielleicht sind wir jetzt gleich da, schon oben am Semmering. Circa eine Viertelstunde dauert das ja. Hoppala. Mal rollen lassen hier. Gleich auf 50 runtergehen. Sie war bestimmt wieder bestätigen gleich. Semmering Rangierbahnhof sollen wir sein. So, mal runterbremsen. Gut. Passt. 48. Jetzt schlängeln wir uns hier mal rein, so langsam. So, das. Ja, Sifa. Das ist der Semmeringer Rangierbahnhof. Haben wir jetzt rot? Ist das für uns? Ja. Brems, 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 brems. Ist das jetzt für uns hier oder wo geht's jetzt hier weiter? Hier ist rot. Wir gucken mal auf der Karte. Ich habe jetzt wirklich hier null Ahnung. Ah, wir müssen noch Altensee Semmering Rangierbahnhof. Wir müssen noch eins weiter, glaube ich. Gut, dann schalten wir auf. Volle Kanone.
So, was ist los jetzt? Liebe Lok, warum schaltest du nicht auf? Ah, jetzt hat. Dürfen, glaube ich, nur bis da nach vorne, dann ist rot. Grüß dich, die ÖBB. Blüpp, rot. Ah ja, wir müssen warten. Ganz am Ende, whoop, da ist der Zug. Ganz schön langer Koloss, mein lieber Scholli. Erfolgreich abgeschlossen. Jo, wunderbar. Und ja, damit würde ich sagen, das war's zu diesem Szenario. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.